Komm her, Monsi. Ich hab Licht dabei. Ich kann dir Feuer geben. Ripley, sind Sie auf dem Weg? Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abriegelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sevastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Okay. Sprengkapsel. Interessant. Also wahrscheinlich hat dieser Waits vorgeschlagen, dieses Monster zu fangen. Und zu sagen, hey, pass auf, wenn wir das fangen, dann werden wir reich. Reich wie, ne? Und so. Mich hin? Nö. Oh. Ist gepoltert, das gefällt mir gar nicht. Jetzt zu niedrig. Da liegt noch ein Bauplan drin. Wo muss ich hin? Okay. Cyst Expire. Piep. Dieses Gerumpel und Gepumpel. Bin ich richtig? Ja, Systec. Lawrence Systec Spire. Okay. Ist gerade nochmal auf Japanisch drauf. Cool. Tower Link. Service offline. Dieser Waggon für den Simmet Tower. Okay, dann geht's mal los. Zum Lawrence Systec Tor. Ich bin gespannt, wie es da wieder abgeht. Sollen Sie für Ablenkung? Okay, laufen Sie weg, wenn Sie können. Ja. Technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Gemini Exoplanet Solutions, okay. Okay. Technologies, technischer Support. Ich bin im Systec-Turm. Ripley, passen Sie auf. In Ihrem Bereich werden viele Störungen gemeldet. Okay. Speichere ich jetzt erstmal. War ja klar, dass Monsi hier auch wieder auftaucht. Alles klar. Gut, kurzer Blick auf die Karte. Der Lobby und dann... Okay. Hey, da gibt's eine Tür zum Aufbraten. Lass mal, habe ich doch. Jetzt verarschen. So ein Mist. Ich dachte, ich hätte den. Oh. Hab ich mich verscheucht? Was war das denn jetzt? Alter.
sich am nächstgelegenen Brandschutzsammelpunkt. Dies ist keine Übung. Bleiben Sie ruhig. Was machen Sie hier? Autsch. Ich burne. Alles klar. Huch. Hallo? Ich brenne? Ich brenne? Hallo? Tür verschlossen. Warum brenne ich? Warum bin ich am Brennen? Okay, ich hab Schrott gesammelt. Okay, Frage. Warum brenne ich und warum verbrenne ich nicht? Muss ich jetzt da durch oder was? Nee, ich brenne ja sowieso. Brenne ich jetzt noch? Ich hoffe nicht mehr. Oh. Alter, habe ich mich verscheucht. Warum ist das in die Luft gegangen? Was zum Teufel? Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem auseinander, aber dank der Stilllegung sind auch die... Entschuldigung? Wir müssen das System abgeschaltet. Hinzu kommt, dass alle zu sehr damit beschäftigt sind, zu überleben, als dass sie irgendwas instand halten könnten. Und voilà, Chaos. Wo ist er? Brenne ich etwa immer noch? Tatsache, ich brenne immer noch. Hä? Medikit? Okay, da scheint ein Bug zu sein. Ich brenne noch. Cool. Alter, habe ich mich verscheucht. Oh, Sprengkabel. Bratzel. Aber ich habe einen Flammenwerfer. Ein bisschen Zeugs. Da kann ich nicht nochmal drauf drücken. Gut, ich mache jetzt erstmal den Hebel runter. Okay, ich glaube, das ist ein Bug. Das muss ein Bug sein. Yay. Moment. Ich bin die menschliche Fackel. Yay. Flamme an und so. Alter, es sind ja mehr. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber das war deine Idee, nicht meine. Ach, die alte Station, okay. Ey, die werden mich doch sehen. Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind, das fühlt sich einfach so falsch an. Das muss doch wohl ein Albtraum sein. Wir schaffen es, das verspreche ich.
Wo muss ich hin? Ah, okay. Auf die andere Seite, natürlich. Und als ich als lebende Fackel. Hallo? Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Ah, apropos sehen, du siehst mich nicht. Okay, bitte. Die Station ist wie ein Friedhof, oder? Alter, ich muss für den da sichtbar sein. Ernsthaft. Du siehst nichts, du siehst nichts. Okay. Ich komme da anscheinend nicht rein. Nee. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Hui. Guck, guck. Die menschliche Fackel. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Da. Da komme ich nicht rein. Sich eben warten, bis der los, da weg ist. Wir schaffen das. Hoppala. Bis er da wegguckt. Hallo? Nein! Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Ist da drüben gerade was explodiert? Das ist das geringste ihrer Probleme. Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Okay. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Hehe, tschüss. Ich brauche nicht mal Taschenlampe anmachen. Hier vielleicht noch mal was? Hier waren wir ja eigentlich schon mal. Bisschen Schrott. Sensor. Oh, verbesserter Plasmaschneider brauche ich dafür. Okay, ich müsste ja jetzt eigentlich leuchten wie ein Tannenbaum. Alter, habe ich mich gerade übelst erschrocken. Und die sehen das einfach nicht. Strom wiederherstellen, alles klar. Alter, das Ding ist jetzt richtig nützlich. Ich kann Scheiß sehen. Waits, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Okay. Muss ich hier... Begeben sich zum Server-Hub. Muss ich hier runter? Frage ich mich. Ich hoffe es mal. Ach, da liegt noch was. Bindemittel. Strom wiederherstellen. Alles klar. In die Türen auf? Nein, alles klar.
Der Fahrstuhl geht nicht. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Mhm. Es ist genau über mir oder unter mir. Tür verschlossen. Oh. Ein bekanntes Geräusch. Oh, okay. Gut, ich gehe. So, ich gehe da mal. Mit brennender Hand gehe ich mal speichern. Alles klar. Ich hoffe, dass wir beim Neuladen nicht mitbeachtet, dass ich da immer noch brenne. Oh, Zugang gewährt. Alles klar. Schön. Ich höre Stimmen. Alles klar. Gut. Liebe Leutchen, ich mache an dieser Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben. Ansonsten ja mal nicht. Ist ja wie immer euch überlassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Alien Isolation, wir sind einfach mal die menschliche Fackel. Wuhu! Bye, Motherfucker! Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.